Im Dialog Eigenleistungspakete zu Ausbaustufen zuordnen, können Sie über die Auswahl der Ausbaustufen, die Ihnen links in der Ausbaustufenliste zur Verfügung gestellt werden, eine Übersicht über die bereits gewählten Eigenleistungspakete im Register gewählt erhalten und im Register Eigenleistungspakete sehen Sie alle die Eigenleistungspakete, die für diese Ausbaustufe noch nicht freigegeben sind. Beachten Sie bitte, dass diese Freigabe, die Sie hier vornehmen können, eine lediglich andere Vorgehensweise zur Freigabe ist, die Sie über den Dialog der Eigenleistungspakete vornehmen können. Hier erfolgt die Freigabe je Paket zu den entsprechenden Ausbaustufen. Hier in der Ausbaustufenfreigabe haben Sie den Vorteil, dass Sie über die Ausbaustufe sehen, welche Eigenleistungspakete hier möglich sind. In der Liste gewählter Eigenleistungspakete sehen Sie die freigegebenen Eigenleistungspakete. Diese werden alphabetisch sortiert und Sie sehen in den Spalten Keller, Erd-, Obergeschoss und Dachgeschoss, für welche Geschosse das jeweilige Eigenleistungspaket freigegeben ist. Freigaben verändern Sie einfach durch Klick in die entsprechenden Checkboxen der Geschosse. Nehmen Sie sämtliche Freigaben aller Geschosse raus, verschwindet automatisch das Eigenleistungspaket. Das Abwählen von Eigenleistungspaketen, sprich das Abwählen der Freigabe, kann ebenso per Doppelklick erfolgen. Die Freigabe wiederum erfolgt über das Register Eigenleistungspakete. Hier können Sie über Mehrfachmarkierung die gewünschten Eigenleistungspakete auswählen und über die Schaltfläche Auswählen freigeben. Einzelne Eigenleistungspakete hier einfach mit Doppelklick in die Liste gewählt verschieben. Sie sehen, die Eigenleistungspakete, die Sie neu freigegeben haben für die links gewählte Ausbaustufe, sind automatisch in die alphabetische Liste einsortiert und Sie sehen, dass automatisch die Freigabe des Eigenleistungspaketes in allen Geschossen erfolgt. Möchten Sie dies verändern, ganz klassisch wieder anklicken und die Schalter in den einzelnen Geschossen setzen. Beachten Sie bitte, dass Sie hier je Ausbaustufe vorgehen und damit natürlich auch einen Überblick erhalten, in welcher Ausbaustufe theoretisch welche Eigenleistungspakete möglich sind. Beachten Sie bitte grundsätzlich, dass die Freigabe der Eigenleistungspakete zu den Ausbaustufen hier von Ihnen individuell steuerbar ist, die Verwendbarkeit jedoch vom System geprüft wird. Das heißt also, es werden nur Freigaben von Eigenleistungspaketen zu Ausbaustufen akzeptiert, die technisch realisierbar sind. Die Prüfung der Verwendbarkeit von Eigenleistungspaketen in Ausbaustufen übernimmt das System automatisch. Es werden nur Kombinationen zugelassen, die wirklich funktionieren. Das heißt, bei denen die enthaltenen Gewerke im Eigenleistungspaket wirklich in der Ausbaustufe vorhanden sind. Das heißt, das System sichert einen absoluten Fehlerausschluss durch diese Funktionalität.